Mitte Mai verkündet Angelo Kelly die überraschenden Neuigkeiten. Er wird nicht mehr zur Kelly Family zurückkehren. Natürlich nur auf musikalischer Ebene, versteht sich, denn die Familie werde er nie verlassen, wie er sofort klarstellt. Für ihn steht in Zukunft das Musikprojekt seiner eigenen Familie im Vordergrund. Mit Ehefrau Kira und seinen 5 Kindern hat er Ende Mai ein neues Album veröffentlicht und die Charts erobert. Umso überraschender ist nun diese Nachricht seines Bruders Joey Kelly. In einem Selfie-Video, kurz vor Aufzeichnung einer WDR-Sendung, verrät der 47-Jährige: Angelo ist bei der Comeback dabei. Im Hintergrund zu sehen ist der perplexe Angelo. Doch diese freudige Nachricht ist an eine ziemlich skurrile Bedingung geknüpft, die wahrlich unter die Haut geht. Und er hat mir versprochen, wenn ich dein Gesicht, mein Hintern tätowiere, dass er bei der Kelly Family wieder dabei ist. Klar, hast du versprochen, Angelo. Sofort dementiert der 9 Jahre jüngere Bruder diese Gerüchte und auch unter Joeys Instagram-Post betitelt Angelo diese Neuigkeiten als Fake News. Wild gestikulieren und diskutieren die beiden Brüder im weiteren Verlauf des Videos. Wir können uns also auf weitere Vertragsverhandlungen einstellen und sind gespannt, welche Opfer Joey Kelly tatsächlich bringen wird, um seinen Bruder zurück auf die gemeinsame Bühne zu holen.